Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Wir befinden uns hier in dem Sternenlicht-Unterschlupf und sind gerade dabei, uns auf den Weg zur Inat-Klippe zu machen. Dort sollen wir die Leute retten, die von den mysteriösen Umständen hier auf Punica belagert werden. Wir schauen einmal. Vor dem Festival machen Moguru Probleme, wenn die Leute versuchen, Wunschlichter auszupusten. Kümmere dich um die aufgebrachten Moguru. Ja, an der Inas-Klippe, da wollen wir hin. Und das machen wir auch gleich. Am Vorabend des großen Festivals lassen die Bewohner von Punica auf der Inas-Klippe brennende Fluglaternen mit ihren Wünschen zum Himmel steigen. Die Moguru sind durchgedreht. Vor dem Festival versammeln sich die Leute immer auf der Klippe, um sich etwas zu wünschen. Gehen wir, müssen sie beschützen. Machen wir hier mal die Wurzeln kaputt. Oder was auch immer das sein soll. So, was ist mit euch? Okay, wahrscheinlich wird das hier irgendwie das Totem begünstigt, dass die Gegner hier kommen. Ah, da kämpft Shana auch schon gerade, sehe ich. Rein da. Komm mal rein. So, alle tot. Super. Dann geht's hier weiter. Und da kommen auch schon wieder die nächsten. Meine Güte. Da kommen schon wieder welche nach. Ist da oben auch so ein Totem? Nö. Okay, dann werden das wahrscheinlich einfach die letzten sein. Der Blutgeruch wird stärker. Ja, wir sind ja da. Mach dir keine Sorgen, Schade. Ein Muguru-Anführer. Direkt mal zeigen, was wir können. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer den Drang, hier diese Totems zu zerstören. So, Stoßimmunität ist dann jetzt auch gleich weg. Sehr schön, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Schön immer Hinterhaltsangriffe machen hier. Hat doch schon mal gut geklappt. Okay, ihr kommt auch alle. Jo, dann kommt mal her. So ein Totem. Oh, da war er schneller weg als gedacht.
Den haben wir besiegt. War doch ganz nett. So, wo ist Shana? Da ist sie. Alles klar. Was haben wir hier? Eine ominöse Puppe. Diese Puppe riecht nach Blut. Kann Shana die Energie des Dämons spüren? Ich weiß es wirklich nicht, aber jetzt ist es okay. Der Blutgeruch ist weg. Du kannst den Leuten mitteilen, dass es jetzt alles in Ordnung ist. Warum sagst du es ihnen nicht selbst, Shana? Das Steigenlassen von Laternen in Punica ist eine der großen Traditionen dieser Insel. Die Leute finden mich seltsam und anstößig. Ich bin nicht wirklich beliebt. Es wäre am besten, wenn du ihnen eine gute Nachricht überbringen würdest. Ich war da am Rand der Klippe. Na gut, dann machen wir das. Ja, oder wir reden nochmal mit ihr. Können wir natürlich auch machen. Warum? Mein Anblick erzeugt bei ihnen Hass. Shana, du warst diejenige, die diese Leute gerettet hat. Aber trotzdem, sagen wir es ihnen gemeinsam. Aber, nix aber. Oh, es ist Shana. Was macht die denn? So, dann reden wir hier nochmal mit den Leuten, die die Laternen steigen lassen wollen. Ich will einen Haufen Geld machen. Ich will Gesundheit. Und Geld. Jugend, gute Arbeit und, Ja, die Wunschliste ist lang. So, und auch hier sagen wir ihnen, dass sie ruhig die Laternen jetzt steigen lassen können. Rihanna. Erfülle bitte meinen Wunsch. Bitte lass das Festival erfolgreich sein. Der Wind ist perfekt für Himmelslaternen. Ich wünschte, ich würde mir nicht stimmen. So, und auch hier wiederholen wir das Ganze nochmal. Jetzt flieg. Ich wünsche mir Gesundheit und viel Geld. Ich habe dir wirklich zu danken. Dank dir und Shana konnte ich eine Laterne fliegen lassen. Hier gab es zu viele Laternen. Lass doch selbst eine steigen. Du kannst das wirklich gerne tun. Was Shana betrifft, nun, wir wissen bereits, dass sie sehr gutherzig ist. Einmal waren wir mit der ganzen Familie am Meer. Unsere kleine Enkelin fiel ins Wasser. Wir waren alle geschockt und starr vor Schreck. Aber Shana sprang sofort ins Wasser und rettete sie. Es wäre schön, wenn Shana hier mit uns eine Laterne steigen lassen würde. Vielen Dank, Shana. Ich hoffe auch. Habe aber noch nicht mit allen gesprochen. Trotzdem sieht Shana verzückt aus und betrachtet die Laternen am Himmel. Die sanft leuchtenden Laternen sehen aus wie Sterne, die den Nachthimmel erhellen. Die alte Frau bat mich, dir ihren Dank auszurichten. Shana scheint milde zu lächeln. Also gut, ich warte am Rand der Klippe. Die Laternen. Kann ich wirklich auch eine steigen lassen? Aber natürlich. Ja. Shana rückt die Laterne leise zurecht, als wäre sie sehr kostbar. Was für einen Wunsch soll ich aufschreiben? Was du möchtest, Shana. Was ich mir wünsche? Shana schreibt vorsichtig einen Wunsch auf eine Seite der Laterne. Gut, dann lassen wir die Laterne mal steigen und hoffen, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Möge heute wie gestern sein. Ich passe weiter auf. Um zu sehen, dass mein Wunsch einen guten Flug hat.
ob er den Himmel erreichen wird? Hm. Schauen wir mal, oder er verfängt sich im nächsten Baum. Wunderschön. Shana blickt stumm in den Himmel. Früher haben wir hier mit Nia und Oma Laternen steigen lassen, das weckt Erinnerung. Lass uns das nächste Mal eine auch zusammen steigen lassen. Shana nickt stumm. Lass uns zu Nia gehen. Hier ist jetzt alles in Ordnung. Okay. Dann mal los. Wir haben eine Wunschlaterne bekommen. Das wandert auch wieder in die Kiste. Und wir können hier den Bereich erstmal verlassen. So, wir gucken nochmal, bevor wir uns jetzt auf den Weg machen. Hier unten ist nochmal eine Quest für uns. Die holen wir uns natürlich. Kleiner verletzter Vogel. Du siehst einen kleinen Vogel, der zusammengebrochen ist. Er atmet noch, aber seine Verletzungen sind schwer. Es wäre das Beste, den Vogel mitzunehmen. Schaue nach, ob die Milizkräfte in der Nähe vielleicht helfen können. Wie kann ich dir helfen? Ich habe einen verletzten Vogel gefunden. Meine Güte, darf ich mal sehen? Diese Verletzung sieht aus, als stamme sie von einem Moguru. Ich habe gehört, dass sich die Mogurus seltsam verhalten, aber dass sie einen so kleinen Vogel angreifen würden, wie traurig. Zum Glück gibt es in der Nähe ein natürliches Heilmittel. Es gibt hier eine wilde Blume namens roter Wasserspeier. Füttere den Vogel mit den Früchten der Blume, zerdrücke dann die Stängel zu einer Paste und trage sie auf die Wunde auf. Okay, ist ja gleich hier nebenan. Ein melancholischer Duft entweicht der Blüte. Und wir verarzten mal den kleinen Vogel. Frucht füttern und sanft auf die Wunde geben. Er scheint sich beruhigt zu haben. Es sieht aus wie ein Jungvogel. Wo sind seine Eltern? Ich sollte Ilima von dem Vogel erzählen. Zum Glück haben die roten Wasserspeier gewirkt. Der Zustand des Vogels sieht stabil aus. Diese Spezies lebt im Geysirbecken. Suche dort nach seinem Nest. Es wäre schön, wenn du es finden könntest, aber sprich mit dem Verwalter Ohia, falls das nicht klappen sollte. Wenn es ein Vogel aus dieser Region ist, sollte Ohia alles über ihn wissen. Ich habe gehört, was am Strand geschehen ist. Sind alle in Sicherheit? Wurde jemand verletzt oder so? Allen geht es gut. Puh, was für eine Erleichterung. Ich war wirklich besorgt. Wir haben festgestellt, dass die Wurzel in der Harmonie verseucht wurde. Yahara wird es im Detail erklären. Lass mich mal zu Atem kommen. Die Wurzeln der Harmonie sind wie die Säulen der die Punika stützen, aber die Wurzeln der Tedonwart-Ausgrabungsstätte. Naja, nun, ihnen wurde die Energie entzogen. Sie werden wahrscheinlich bald zusammenbrechen. Darin könnte der in Punika aufgetauchte Dämon schuld sein. Also, was machen wir jetzt? Ja, wir erkundigen uns nach dem Plan. Ich denke, langsam wird es ernst. Zuerst müssen wir irgendwie die Wurzel heilen. Nagi als Heilerin sollte das sicher gelingen. Wir müssen Nagi finden und den Zustand der Wurzeln untersuchen. Nagi sollte doch... Ah ja, sie wird wahrscheinlich bei den heißen Naruna-Quellen sein. Sie liebt diese heißen Quellen und die Wurzeln der Harmonie ist auch in den heißen Naruna-Quellen zu finden. Bevor die Dämonen ihren nächsten Zug machen, solltest du dich Nagi anschließen und die Unterstützung der Miliz anfordern. Ich wäre viel lieber hier. Gut, wir gehen zum Geysirbecken und ja, schauen, ob wir auch das Nest finden können von dem kleinen Vogel. Was haben wir hier? Diese Steinstatue ist fast identisch mit der aus dem Vulkangebiet, abgesehen von einem gravierten Bild. Stellt es ein Feueranbetungsritual dar? Hm. Am besten wäre es, sich ein wenig mehr umzusehen und herauszufinden, ob es etwas gibt, das untersucht werden sollte. Hier drin ist es zu heiß. Shana scheint die heißen Quellen unangenehm zu finden. Sie blickt mürrisch drein. Nagi sollte hier drin sein. Wir müssen sie finden. Lass uns reingehen. Lei, Lei. Willkommen beim ganzen Stolz von Punika, den heißen Quellen. Geysirbecken. Du kannst bezahlen, wenn du gehst, also entspann dich und amüsier dich. Ist Nagi gekommen? Eine Heilerin, Nagi? Sie wird wahrscheinlich wie immer in den heißen Quellen sein. Nagis Assistentin
Ian sollte sich am Eingang der heißen Quellen befinden. Warum fragst du sie nicht? Oder du könntest reingehen und dich umsehen. Viel Vergnügen. So, wir lassen mal den kleinen Vogel frei. Okay, der Vogel will uns nicht verlassen. Wir sollen also mal mit Uhia sprechen. Ich spüre, wie der Stress verfliegt. Okay, 5 Feuer rundherum. Auf dem Bild sind mehrere Feuer abgebildet. Erzähle Augusta davon, wenn du sie triffst. Hast du mich erschreckt? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Soll es heute die blaue Tika-Tika werden? Okay, wir müssen Nagi hier finden. Du suchst also dieses Vogelnest. Oh je, es scheint, als wäre dieses Küken erst im letzten Frühjahr geboren worden und seine Flügel sind verletzt. Wie schrecklich. Du bist zum Vogelhabitat gegangen, richtig? Wenn es nicht dort war, könnte es von weiter oben auf den Klippen stammen. Falls dem so ist, frag Kia für mehr Informationen. Ah, der Vogel fliegt davon. Ja, wir sollten ihm einmal folgen. So, wir suchen weiter nach der Nagi. Nur ganz wenig Wärme ist zu spüren. So, wir haben einen toten Vogel gefunden. Okay, wir sollen den Vogel an einem sonnigen Ort begraben. Ja, das machen wir dann vermutlich hier hinten. Köstliche Eier zu verkaufen. Nein, danke. Möge er im Jenseits sein Glück finden. So, hier sind auch noch mal welche. Ich habe hier noch nie gesehen. Oh je. Das hätten wir dann auch soweit erledigt. Ich würde sagen, wir rennen erstmal zur anderen Seite, holen uns den Triporter und dann sprechen wir mit den Leuten hier noch mal, geben die Quest ab. Und schauen, was wir als nächstes machen sollen. Schau ins Journal zu den heißen Quellen von Nazca. Was ist mit diesem Vogel? Fang von vorne an. Du hast ihn verwundet und unterhalb der Inat-Klippe gefunden. Meine Güte, wie konnte so etwas passieren? Dieser Vogel lebte ursprünglich in dieser Gegend. Weißt du zufällig, was mit seinen Eltern passiert ist? Dieses Küken war bei seiner Mutter. Du erklärst, wie sie an einem sonnigen Ort begraben wurde. Das arme Ding, dann ist es jetzt wirklich allein. Wäre es okay, wenn ich mich um ihn kümmere? Er stammt ursprünglich von hier, ich kann einfach nicht anders. Selbst wenn es nur vorübergehend ist, bis seine Verletzungen vollständig geheilt sind, kann ich ihm helfen. Ich hoffe, dass du das kannst. Danke, ich werde für diesen Vogel wie eine zweite Mutter sein. Ja, schön, dass hier jeder jedem hilft. So, und wir springen hier nochmal mit Ian. Oh, Nagi muss endlich damit aufhören. Ein für alle Mal. Sie lässt einen Haufen Arbeit einfach liegen und verschwindet. Und wo finde ich sie? Bei den heißen Quellen. Natürlich genau dort, weil sie weiß, dass ich heißes Wasser hasse. Bist du mit der Matriarchin hierher gekommen, um Nagi zu finden? Sie ist in der heißen Naruna-Quelle. Sei vorsichtig, das Wasser hier ist so heiß, dass du dich verbrennen kannst. Wenn du sie findest, lass sie wissen, dass es ihre Assistentin ist, die sich abrackert. Ja, na klar, das richten wir aus. Nagi meint es ernst, aber... Gelegentlich lässt sie ihre Arbeit schleifen. Sicher wird sie ihre Gründe haben, zu den heißen Quellen zu kommen. Lass uns reingehen und sie finden. Wir müssen Nagi treffen. Ja, wir reparieren nochmal unsere Ausrüstung hier oben. Sicher ist sicher. Und Lagerwächter, ja, da können wir vielleicht hier unsere Sachen nochmal schnell ablegen, die wir so gesammelt haben. Zack, zack. Und die Kisten legen wir ein andermal ab. Da muss man dann genauer hinschauen. gut, Leute, dann machen wir uns auf hier in die heißen Naruna-Quellen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und mit dabei seid. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da.
Wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, dann schaltet am liebsten wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.